Let's play Crusader Kings 2. Geduld ist eine Tugend, aber manchmal kann sie nerven. Sohn Lustfranz verliert nie die Fassung und wartet immer geduldig auf eine Chance, Rache zu üben. Ich kann Draufgängertum nicht ausstehen. Lustrache. Der junge Mann soll geduldig werden. Ja, komm, er kann ja auch wenn meine liebe Frau versucht, ihn umzubringen. Das finde ich ja schade. Ich darf ihn ja selber nicht umbringen, ne? Ja, das ist spieltechnisch verboten. Du könntest das probieren. Weil meine Frau hilft dir auf jeden. Das sind verschiedene Intrigen. Die werden sich nicht unterstützen. Und ich habe nur 30%. Okay, nee, dann hilft das nicht. Aber ich lebe ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ich bin erst 30. Ich bin 67. Krass. Aber du bist du immer noch dein erster oder zweiter Herrscher? Ich bin der zweite Herrscher. Wir haben halt so quasi verschiedene Zyklen. Wie gesagt, mein Herrscher war ja mal mit... Ach, deiner war sehr alt, ne? Ja, meiner war ja mal mit deiner Tante verheiratet. Nein, eloquenter Ende, ich vernachlässige die Erziehung trotz aller Mordgedanken nicht. Ich bilde den Jungen trotzdem aus. Weil vielleicht stirbt er nicht, ne? Das ist ja die Scheiße. Genau, wenn er einen Unfall hat, kann ich nichts dafür. Frifra Franzi, Sigurs Dottir und Hane von Naumadal wurde geboren. Er heißt Alfgeier. Alfgeier? Ist das dein Ernst? Das ist ein guter Name. Das kleine Kind heißt Alfgeier. Können wir das festhalten? Alfgeier. Oh, Alfgeier hat Alfgeier lispelt. Woher wissen wir das? Der Junge ist null. Vielleicht hat er eine extrem große Gesichts... Er hat eine gespaltene Zunge. Er ist ein Echsenmensch. Alfgeier Echsenmensch. Echsenalf. Ja. Oh krass, Alfgeier jetzt schon. Okay, dann haben wir so gut wie kein Delay mehr. Das ist spannend zu wissen. Vielleicht ist der Stream leerer oder so. Ich meine nicht unserer, sondern vielleicht ist Twitch Sonntagabend über die Zeit leerer. Ich kann König werden, sagt jemand. Boah, es ist so gut, ne? Danke, Krassel. Oh, Moment, jetzt habe ich ein Kind gekriegt. Eine Tochter. Guck sie an. Mit Handkanten, Hanna. Oh, die ist jetzt schon krank. Oh. Dann heißt sie... Kranke Carla. Krepel. Kranki. Carla. Krepelkranki. Krank, da fehlt ein K. Weißt du, wie hart das ist, wenn das Kind nach 2 Wochen wieder gesund ist und sie irgendwann fragt, Papa, warum weiß ich denn nicht? Krepelkranki Carla. Oh, Entschuldigung, lieber Chat. Ihr habt völlig recht. Ich habe sie rechtzeitig gelesen. Der Delay ist so hart gesunken. Vielen Dank. Dieses kranke Kind wird natürlich Rotkohlreiner. Das ist ein Mädchen. Das ist und uns folgen nur komische Menschen. Wieso möchtet ihr ein Mädchen Rotkohlreiner nennen? Ihr seid wirklich schlechte Menschen. Ist das ein Wort? Ich glaube ja, ne? Obwohl, ne, mit 2 Worten ist es noch schöner. Und ich schreibe Reiner mit AI. Mobbing incoming, auf jeden Fall. Rotkohlreiner. Meine kleine Tochter Rotkohlreiner. Rotkohl Rosetta ist nicht drin, Nee, komm. Es geht ums Prinzip. Das Kind heißt Rotkohlreiner. Das ist eine klare Sache. Das ist, wenn man Versprechen nicht klar genug definiert. Unser nächstes Kind heißt Rotkohlreiner. Mein Gott. So, warte mal kurz, ich kann König werden. Oh, das ist ja schön für diese Folge. Kinder, ich werde König. Endlich. Ja, kannst du mal aufschließen hier zu deinem Nachbarn. Nee, Königreich von Schweden, warum kann ich das nicht ausrufen? Du musst 2 Herzogstumstitel haben. Du hast aktuell nur einen Herzogstumtitel. Oh. Du musst vorher noch von irgendeinem anderen Pinseldings, was du hast, einen Herzogstumtitel ausrufen. Ich kann das Jarltum übernehmen. Ist das ein Herzogstum hier? Ja, Jarl ist dasselbe Wort wie Herzog. Ich würde an deiner Stelle irgendwas ausrufen. Boah, wie teuer das ist. Das ist ja dreckig. Also ich würde irgendwas ausrufen... Warte mal, bin ich denn schon Herzog von irgendwas? Ja, von deinem alten Puff da. Ja, okay, ich bin ein Jarl. Ja. Du musst ein Doppeljahr werden und ich würde irgendwas ausrufen, was dir einen Claim gibt auf möglichst viele andere Ländereien, die du noch nicht hast. Meinst du hier oben irgendwo? Ja, schau dich einfach mal um. Also wir können halt, Es ist alles Königreich Schweden, was als nächstes kommt, immer. So, warte mal, hier sind die Ländereien. Da ist das Herzogtum. Hier, das ist zum Beispiel, das habe ich alles schon. Okay, das brauche ich nicht. Also das dürfte schwierig sein. Das kostet immer 170, das ist ja unglaublich. Oh toll, ey, mein Königstum wird richtig lange dauern. Ich kann dir nochmal Geld geben, gar kein Problem. Ach so, Also ich genieße das so, weil als wir das letzte Mal halt Nord und Wikinger gespielt haben... Ich kann das Herzogtum Jämtland ausrufen, dann könnte ich das hier mitten bei mir drin
dazu holen. Du kannst auch überlegen, ob du irgendeinen Herzog nur auch so. Du kannst auch hier oben sowas wie Snap Me machen. Oh, das guck mal. Ich kann mir die komplette Nordwestküste holen. Ja, aber Niederrost kannst du nicht ausrufen, oder? Ach nee, kann ich nicht. Ah, verdammt. Um es zu Ende zu sagen, wir hatten da einen Spielstand davor, da hatte ich so minus 250 Gold, die ich Franz geschuldet habe. Eiko fragt kurz, was passiert, wenn Rotkohl Rainer jetzt den Vater fragt, ob er lieber einen Jungen bekommen hätte. Da kann ich nichts zu sagen. Was sagst du? Was kann ich noch? Ich sag, du kannst was ausrufen, um es dann irgendeinem Vasallen zu geben halt auch, ne? Wenn du halt mal in näherer Zukunft... Das ist, glaube ich, das Größte, was ich kann. Warte mal, es gibt doch Herzogtümer. Sub Me heißt es bei mir. Ja, es gibt hier die Herzogtümer. Meinst du Sub Me? Ja. Aber das ist ja eh schon meins eigentlich, ne? Ja, du kannst, also du hast halt sehr präzise Schweden geholt. Ich könnte aber das Jämtland in mein Reich einfügen, wenn ich das mit reinnehme. Ach so, du meinst, du kannst die Grafschaft Jämtland einfügen, wenn du das Herzogtum Jämtland nehmen. Ja, dann mach doch. Aber das kann ich nicht. Was? Weil, du brauchst halt 51%. Das ist doch Bullshit. Ja, ruf irgendwas aus. Ja, egal. Ja, dann mach ich, es ist so teuer übrigens, ne? Erstellen, warte mal, und übernehmen. Das wäre das Jarltum. Das ist keine Grafschaft. Übernehmen ist auch nice. Das kostet aber auch 170. Ja, aber dafür entziehst du einem Pinsel Jarltum. Ja gut, aber das mache ich ja sonst. Achso, dann habe ich einen Anspruch auf Tjust. Ja, und weißt du, wer das ist? Das ist dein Bruder. Der ist ein Vasall von meinem Bruder. Nee, das hat er von dem geerbt, okay? Ja, aber ich kann ja kein Brüdermörder werden, oder? Du wirst kein Mörder, dadurch, dass du deinen Titel entziehst. Auch wenn du sein Land eroberst, wirst du kein Mörder. Selbst für ihn, selbst in der Schlacht töten, ist kein Mord. Okay. Also spieltechnisch. Ja, dann übernehme ich das doch von ihm hier. Aber ein Jarltum ist ein Herzogtum, sagst du? Ja. Okay. Jupp, oh, dann geht das alles wieder von vorne los. Danke. Ich schicke dir noch ein Koffergeld. Und dann im ersten Koffergeld. Tobi sagt, er kennt kein Mädchen mit dem Beinamen Rotkohl. Beim nächsten Koffergeld sagst du noch nein. Und beim dritten Koffergeld sagst du auch noch nein. Aber dann sagst du ja. Und dann hier hörst du. Wie heißt das nochmal? Kier Royal, guter Film. Boah, Emilik ist aber auch mittlerweile relativ groß, ne? Ich habe fast nichts mehr erobert, ich habe nur ausgebaut. Wenn du mal auf Wirtschaft schaltest, dann siehst du das. Also, ich baue nur zwei Provinzen aus, weil ich verliere halt unfassbar viel Land, sobald ich sterbe. Ich baue nur Fyn und Vic-Emil aus, weil das die einzigen beiden Länder sind, die mein Nachfolger behält. Und wer das wird, das wechselt auch quasi stündlich. Aber ich bin zufrieden, sag ich mal. Hauptsache. Okay, ich muss auf Kaperfahrt gehen, das hat sonst keinen Sinn hier. Das kann man öfters machen. Ja, oh, ich habe 25 Schiffe, alter Lachs. Ja, du bist ein Penner. Aber ich könnte auch meine Marktstadt. Du hast 25 Schiffe? Ja, ich könnte meine Marktstadt sogar ausbauen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe. Ich habe nur eine Stadt, die das kann. Ne? Ich habe 111 Schiffe. Ich glaube, ich warte mit dem Königreich einfach noch, weil das bringt mir ja gar nicht so viel mehr, oder? Also, ich muss mich kurz gedrückt, um es nochmal zu sagen. Also, ich könnte 111 Schiffe haben. What? Ich habe aber gerade leider nur 54. Wo hast du die her? Ich halte 1, 2, 3, 4, 8 Provinzen. Aber die haben die. Ach, die können alle Schiffe mittlerweile bei dir. Ja, seit diesem Ereignis, ne? Seit diesem besonderen Ereignis. Wir sind Wikinger. Oh, dann kann ich auch noch mehr. Ja, du könntest 36. Ja, okay. Achso, das ist ja witzig. Weil, also ich halte halt kein Inland, ne? Ich bin ja Däne. Ich habe kein Inland, ich bin nur Küste. Ich habe auch ganz viel Küste, aber die können das noch nicht. Die sind halt blöd. Wie kann das? Mir. Im Ernst? Okay. Ja, die Technologie ist bei mir noch nicht so weit entwickelt. Guck mal hier. Das ist ja voll krass. Du bist der Knüller von Seuchen, Alter. Von Seuchen? Ja, also, weiß ich auch nicht, was ich sagen wollte. Ich könnte jetzt langsam. Nee, die haben nicht Schiffsbaustufe 2. Die können das nicht. Das ist interessant. Ich weiß nicht, warum ich das kann. Ja, abgefahren, ne? Die können das. Also, wir wissen nicht, wie so viele Schiffe gehen.
Also, ich weiß es ein bisschen. Ich habe halt sehr viele Provinzen, die groß sind. Also, ich halte Vic-Emil mit 5, Fyn mit 3, Schleswig mit 4, Irland mit 4, Akershus mit 3, ja, Rostock mit 4. Ja, das wird das Ding sein. Ich halte einfach Provinzen, in denen viel Platz ist. Da kann man halt ein paar Schiffe bauen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Prestige geopfert. Das erholt sich nämlich relativ schnell. Das ist nicht so schlimm beim Königreich. Lülülü. Kannst mal gucken, was ich brauche. Das kostet doch kein Prestige, das kostet Pietät. Okay, so, dann gucke ich gerade mal, wie viele Krieger ich mitnehme. Die haben sich nämlich auch ganz gut erholt. Ich kann 2500 mitnehmen. Ach, krass. Ich kann momentan 1400 ausheben, okay. Du brauchst Pause dabei, hä? Achso, ja, ich denke kurz. Moment. Na gut. Wie viele Schiffe brauche ich dann? Oh, dass ich dieses Land nicht behalte, das frustriert mich so. Es ist so schönes Land und ich verliere es an Plündertod. Okay, ich soll leichte Infanterie machen und kann mehr Soldaten haben. Ja, ich habe momentan auf Schiffe gesetzt, so, ne? Aber leichte Infanterie schadet halt auch nicht. Das ist der Hammer, du hast doch ganz viel von denen. Ja, dann steigere ich das mal. So, dann schauen wir doch mal. Ich habe... Ich muss kurz Pause machen, ich muss kurz... Das ist gut, ich habe 56 Schiffe. Krass. Boah, das wird der Tod. Ich werde die Vernichtung über die christliche Welt bringen. Ich kann mein gesamtes Heer, ich kann 5600 Leute auf Schiffe bringen und anzünden, was immer ich möchte. Das ist krass, ich habe so wenig Soldaten momentan. Ich könnte halt noch Vasallenaufgebote ausheben, aber die finden das bestimmt doof, oder? Das finden die nicht so cool, aber kann man mit arbeiten, ne? Ja, zum Plündern? Alter, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Stark. Ich glaube, ich mache das anders. Ich muss kurz nochmal... Du hast ja eh gerade Pause. Ich muss kurz alles, was ich mir rückgängig machen. Nee, ich nehme die Vasallen nicht mehr. Die sind dann pissig. Ich kann leider meine Schiffe auch nicht teilen, das ist ein bisschen doof. Die eloquente Ente hört besorgniserregende Machtfantasien bei Emil raus. Das ist halt krass, ne? Also, was sind denn so viele Soldaten her? Wie gesagt, ich hab halt viele Provinzen, in denen wenig Zeug steht. Und das ist als Stamm voll geil, weil da kannst du halt mehr Leute ausheben. Und das ist auch eine Sache, die ich seit 2 Stunden erzählen möchte. Wenn wir umschalten auf Feudalherrschaft oder auf Republik, dann sind wir erstmal verdammt schwach. Wir verlieren unendlich viele Truppen. Das ist, also ich habe das schon mal gemacht. Da habe ich schon mal so im Norden so ein bisschen Zeug erobert, das war noch Singleplayer. Und dann hat man nicht mehr diese Boni dadurch, dass man viel leeres Land hat und so, sondern man muss erstmal wieder von nahezu von null muss man sein Zeug aufbauen. Und nicht nur, dass die Provinzen dann keine Leute mehr abwerfen, man kann halt noch viel weniger Provinzen halten dadurch, dass man halt dann auch noch anderes Erbrecht hat, zum Beispiel vielleicht mal und so. Das muss man so ein bisschen bedenken, aber andererseits ist es natürlich sinnvoller, sich darauf einzulassen, als dass das Land immer wieder zerfällt. Ich muss gerade, wo jemand das Wort Kerker gesagt hat, ne? Hm? Ich muss kurz mal was zeigen. Ich habe Svanhildre, ne? Das ist eine junge Frau. Sie ist mittlerweile 44. Oh. Von ihren 44 Lebensjahren sitzt sie bereits 24 in meinem Gefängnis. Das ist ja so schrecklich. Die Arme, warum habe ich die denn mal eingeknastet? Das weiß keiner, ne? So, ich weiß es nicht. So, ich hole mir jetzt mal Christenland. Wird Zeit langsam. Ich kann mit ihr aber auch nichts tun. Ich meine, dann...
Ja, sie findet mich gut, ne? Svanhildr findet mich gut. Der Baby findet mich wenigstens doof. Ja, er findet mich okay. Und bei Bervi können wir jetzt ein bisschen pubertären Humor rauslassen. Er ist halt, seine Kultur ist Samen. Ihr müsst mir kurz sagen, wie laut das ist, wenn ich Chips esse. Ob das jetzt fürchterlich cruncht, weil dann lasse ich das, dann muss ich vom Mikro weiter weggehen. Das ist eigentlich viel schlimmer, das sind so Brotchips. So, wegen mir. Okay. Dann mach ich weiter, ja? Jo. Also, ich mache jetzt nämlich nicht nur einen Überfall. Ich werde jetzt Sussex einnehmen. Übrigens, im Chat ist man sich gerade nicht sicher, wie okay es ist, bestimmte Dinge zu sagen. Welche Dinge? Über Brennmaterial und Leute in Kerkern zu reden, die verbrannt werden. Ja, das Ding ist, wir haben es auch als so aufs Verbrennen getrieben. Ich glaube, die werden hingerichtet, ne? Ja, genau. Es ist nicht richtig Verbrennen. Das machen nämlich die unkultivierten Christen. Ja. Wir haben den richtigen Glauben. Wir schneiden ihnen einfach nur die Kehle durch und gucken, wie das Blut. Oh. Und jetzt kommst du und erzählst mal mir, wie ich mit diesem Wortauswahlgerät deine Karriere aufhalte. Meine, ja. Bin ich denn als Pädagoge für eine große Karriere? Also ich habe halt. Mit Karriere. Ja, ich habe Werte, an die ich mich halte und das finde ich okay. Dazu wollte ich noch ein Video machen. Übrigens. Über Werte? Nee, über Jugendschutz und YouTube, weil mich das echt ein bisschen annervt. Wie wenig sie machen? Ja, es gibt halt de facto keinen Jugendschutz. Also ich kann das ja mal im Stream jetzt sagen, was ich. Da will ich demnächst eigentlich auch noch ein Video zu machen. Was mich halt total nervt. Der deutsche Jugendschutz ist ja verhältnismäßig streng. Und je nachdem, was man jetzt erwartet, eigentlich auch immer noch nicht streng genug. In vielen Punkten. Also ich bin ja selber Gamer und ich war auch selber mal junger Gamer und. Aber YouTube bietet mir genau eine Möglichkeit, Jugendschutz zu betreiben. Entweder ich spiele keine Spiele, die ab 12, 16, 18 sind. Und selbst das ist denen verhältnismäßig egal, weil das Problem in der Geschichte ist, das ist ein amerikanischer Laden und das heißt, die haben amerikanische Maßstäbe. Und da muss man völlig ausrasten, wenn man mal einen Nippel sieht, kann aber Gewaltorgien okayisch 12-Jährigen zeigen, also überspitzt gesagt. Und ich habe bei YouTube als YouTuber, der ich dann jetzt ja nun mal bin, ohne mir das wirklich ausgesucht zu haben, habe ich eine Option. Ich kann sagen, ich kann das als nicht für Jugendliche geeignet flaggen. Also das heißt, irgendwie, ich habe YouTube auf Englisch stehen, auch auf Englisch stehen. Das ist halt Content, der nicht für Kinder und Jugendliche geeignet ist. Und wenn man sich mal die Definition von dem anguckt, dann ist das für größtenteils Nacktheit oder Aufruf zu Gewalt oder so. Also das hat nichts mit unserem Jugendschutz zu tun. Also weil ein Spiel in Deutschland eine USK 18 hat, ist das kein Grund, das jetzt zu flaggen, rein theoretisch. Und es macht tatsächlich auch niemand auf YouTube. Und ich habe nur diese eine Option, ich kann das flaggen. Das ist vom deutschen Jugendschutz nicht anerkannt, völlig zu Recht, weil ja, das ist wie... Moment, meine Kamera berichtet mir was. Oh, ich habe Fanatismus angeheizt. Ja, ich könnte das gerade benutzen. Du kannst auch mal überlegen, was du machst jetzt, ne? Also ja, Land erobern in England ist geil, finde ich. Also da kann man nee, was. Die habe ich nicht mit in England, aber auf jeden Fall kann ich das als ab 18 flaggen quasi, was dann zur Folge hat, dass ich das nicht mehr monetarisieren kann, was ich momentan eh nicht mache, deswegen ist es egal. Aber der Jugendschutz akzeptiert es halt auch nicht. Das heißt, das ist ja wie bei YouPorn. Also nur weil da steht, bist du 18, ja, nein, heißt das ja nicht, dass ich 18 sein muss, um zu sagen, dass ich 18 bin. Das ist völliger Bullshit, so, ne? Da bräuchte man halt irgendwie Ausweisnummern sind auch Quatsch, ne? Kannst du ja auch googeln. Aber, Ja gut, was machst du denn halt denn? Das Einzige, was da halt einigermaßen funktioniert, wären so Uhrzeiten zum Beispiel. Sowas wie die ARD-Mediathek.
Ja, genau. Ja, das ist, ja nicht so doof, so, ne? Also, das klingt ja erstmal absurd, aber es ist ja, um die ganz Jungen rauszuhalten, gar nicht so schlecht. Aber diese Option bietet YouTube mir eigentlich gar nicht. Und deswegen muss ich mir halt echt noch überlegen, oh nein, Moment. Lustfranz kam aus dem Kerker. Er war direkt besudelt und hatte ein blutiges Messer in der Hand. Ja, zeig ihm noch den rechten Weg. Ich muss ihm den rechten Weg zeigen. Er kann gütig, geduldig oder tapfer werden. Er ist tapfer geworden. Oh nein, der soll aber doch sterben. Ja, nichtsdestoweniger. Also ich flagge zum Beispiel alle meine Siege-Videos, weil das Spiel nun mal ab 18 ist, flagge ich diese Videos als in YouTuber-Welt als Gewaltpornos. Also das kann man wirklich fast so sagen. Also das macht eigentlich sonst niemand außer mir. Und da habe ich auch schon Kommentare für gekriegt von Leuten, die von Fabian gekommen sind. Irgendwie, was ist denn hier los? Was soll das denn hier? Und ja, es liegt halt so ein bisschen daran, ist halt so meine Moralvorstellung, meine pädagogische Vorstellung irgendwie. Und ich finde nicht, dass 12-Jährige dieses Spiel schauen sollten. Das ist meine Idee von dieser Geschichte. Und so habe ich halt zumindest... Aber es funktioniert halt auch nicht, ne? Es ist halt auch Murks. Deswegen muss ich mich dazu demnächst nochmal irgendwie äußern und ich überlege halt, ob ich dann noch so ein mal ein Video dazu mache, wo ich einfach Eltern anspreche und denen sage, ey Leute, so und so sieht das aus mit meinen Videos und vielleicht ein USK-Logo einblende oder so. Naja, vielleicht fällt jemand im Chat hier noch was dazu ein, weil irgendwie finde ich das ein bisschen absurd. Ich habe keine wehrlosen Kerkerinsassen gemeuchelt. Was sind das denn für Vorwürfe? Oder habe ich es falsch verstanden? Die sterben halt manchmal. Die fallen die Treppe runter. So. Dänemark ist jetzt offiziell in Südengland vertreten. Echt? Ja, ich muss jetzt Pause machen. Ich habe nämlich, wenn du rausscrollst und nach Südengland schaust... Ach, hier unten. Ja. Gibt es so ein Stück Sussex, das jetzt mir gehört? Gut, dass auch gerade mein Sohn Axt erwachsen geworden ist. Er kann das auch regieren. Ich brauche jetzt nämlich einen guten Mann fürs Kloster. Ach, jetzt habe ich dich verstanden. Sorry, eloquente Ente. Ich hatte schon wieder das Event vergessen. Mein Sohn. Ja, mein Sohn kam blutverschmiert aus dem Kerker und jetzt ist er tapfer. Ich habe mit ihm drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, dass es... Heißt nicht so cool, ja. Naja, also, man muss das, also, es gibt ja das Kindheitsereignis, wo man, also, es ist eine verquere Situation und, dann versteht, also, ach, egal, also. Haben wir das alles ausgetrunken? Wir haben, also, ein bisschen davon hatten vorher Jan und ich getrunken, aber sonst sind wir relativ feste dabei, glaube ich. Eieiei, na gut. Nee, das war ja nicht sein Blut. Also das wissen wir ja, Dobsa. Also er findet das Messer, ich erinnere mich. Es gibt das Ereignis als Kind, dass man im Messer, also dass man im Kerker dieses Messer findet. Und dann will man es seinem Vater bringen. Und der soll sagen, was der Phase ist. Und dann muss der was dazu sagen. Naja. So werden Wikinger-Kinder zu echten Männern, ja. Traurig, aber wahr. Liebe YouTube-Menschen, jetzt musstet ihr noch ganz viel Geschwaller von mir anhören zu pädagogischen Dingen und anderen Dingen. In der nächsten Folge sprechen wir wieder über Krieg, Blut und Morde in Kerkern. In diesem Sinne, bis gleich.